Möchten wir heute am 18. Mai an Ibrahim Kaiperkerk denken, der in den Gefängnissen von Diyarbakır in Folter ermordet worden ist und bis zum letzten Atemzug immer die Stimme der Revolution der Völker in Anatolien und Mesopotamien laut geschrien hat. In Gedenken an Ibrahim Yoldaş. Halkımız arıyor,
Hesap soracağız İbrahim.